Aufstiegsfortbildung ist, vereinfacht gesagt, eine Weiterbildung, die zu einem Abschluss führt. Die Idee bei der Aufstiegsfortbildung ist, wir haben eine Berufsausbildung. Jemand hat seinen Facharbeiter gemacht, sammelt dann Berufserfahrung und sagt, das kann es noch nicht gewesen sein. Ewig an der Werkbank stehen oder ewig an diesem Schreibtischplatz sitzen, das war es noch nicht, ich möchte mehr. Dann geht er zur Aufstiegsfortbildung, geht in die nächste Ebene der Qualifikation rein. Das kann der Meister sein, das kann Fachwirt sein, das kann im Kaufmännischen auch ein Bilanzbuchhalter sein. Dazu ist es sinnvoll, Weiterbildungskurse zu besuchen, Vorbereitungskurse für die Prüfung, dann die Prüfung zu machen. Und damit geht meist einher, das steckt auch im Namen Aufstiegsfortbildung drin, ich steige auf im Unternehmen, ich übernehme einen anderen Verantwortungsbereich. Der bedeutet, ich muss mehr Kompetenzen haben, die kriege ich vorher in der Weiterbildung. Und dann gibt es oberhalb des Meisters noch eine Ebene, das ist dann die Ebene des Betriebswirts. Da ist Voraussetzung, ich muss den Meister oder Fachwirt haben, dann darf ich die Prüfung erst machen. Wiederum Berufspraxis. Und für beide Ebenen gilt im Vergleich zum akademischen Abschluss, sie sind im Rahmen des deutschen Qualifikationsrahmens auf dem gleichen Niveau angesiedelt. Also der Meister Qualifikationsniveau 6 und der Betriebswirt Qualifikationsniveau 7. Was hat man davon? Mehr Arbeit. Das ist sicher. Was man auch davon hat, und jetzt im Ernst, eine Aufstiegsfortbildung führt in der Regel dazu, das zeigen unsere Befragungen, das zeigt auch eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft, man hat ein größeres Einkommen, man hat mehr Verantwortung im Unternehmen, man hat mehr Freiheiten. Alles drei zusammen macht ja ein Arbeitnehmerleben auch ein bisschen glücklicher. Also das hat man davon. Dazu kommt, dass bisher immer die Meinung war, ein akademischer Abschluss führt dazu, dass ich ein Maximum an Arbeitsplatzsicherheit erreiche. Also wir kennen alle die Zahlen zu den Arbeitslosenquoten bei den Akademikern. Die sind erfreulicherweise sehr gering. Aber bei den Absolventen der Aufstiegsfortbildung sind sie noch niedriger. Die liegen bei 2% zurzeit und bei den Akademikern bei 2,6%. Also, was hat man davon? Wie zu Anfang gesagt, mehr Arbeit, mehr Freiheit, mehr Verantwortung und ich hoffe auch mehr Spaß und mehr Arbeitssicherheit. Nur fürs Interesse braucht man noch gar nichts erfüllen, da muss man Interesse mitbringen. Aber wenn ich wirklich eine Aufstiegsfortbildung machen will, das Wesentliche ist, ich muss Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung erfüllen. Das hat nichts damit zu tun, ob ich was lernen will oder nicht, sondern die Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung muss erfüllt sein. Das heißt in der Regel, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung und ich habe 1 bis 2 Jahre Berufserfahrung. Dann werde ich auch zur Prüfung zugelassen, auch unabhängig davon, ob ich diesen Vorbereitungskurs gemacht habe. Der ist nicht zwingend notwendig. Ich kann auch so rein. Für jemanden, der während des Studiums umdenken will und keine Berufsausbildung hat, dann wird es etwas schwieriger. Wir sind aber mittlerweile in der Lage, Studienleistungen mit auf unsere Aufstiegsfortbildung anzurechnen. Da gibt es Möglichkeiten. Aber das ist so komplex. Bitte zu uns kommen, mit uns reden, die Papiere auf den Tisch legen und dann können wir für den Einzelnen die entsprechende Lösung finden. Und auch dort gilt, wir müssen auch Berufspraxis finden. Also so ganz ohne Berufspraxis geht es nicht. Man hat auch keine Chance, die Prüfung zu bestehen, weil es wird nicht Theorie abgeprüft, es wird auch Wissen aus Unternehmen, also Erfahrung, die ich im Unternehmen gesammelt habe, ist Prüfungsbestandteil. Das wird oftmals unterschätzt, das ist aber ganz wichtig, weil Sie können manche Fragen einfach nicht beantworten, wenn Sie nicht die Praxis im Hintergrund haben. Also Praxis und Wollen und dann klappt das schon. Also ganz klassisch, gehen Sie zu Ihrer IHK, gehen Sie auch zur Handwerkskammer. Die Kollegen können das genauso gut und zwar speziell für Ihren Bereich, wenn es um den Handwerksbereich geht. Sie können sich bei der Agentur für Arbeit informieren. Man kann auch einfach ins Internet gehen. Man kann sich belesen, aber unsere Empfehlung ist, rufen Sie uns an, sagen Sie, wo Sie hinwollen. Wir können Sie beraten und dann werden wir auch gemeinsam mit den Interessen, die der Einzelne hat, mit den Möglichkeiten, die angeboten werden, einen Abgleich finden. Was ist die richtige Aufstiegsfortbildung? Unter dem Gesichtspunkt, was kann ich, wo will ich hin und was sind die Zwischenschritte, die kann man dann in einer Weiterbildungsberatung entsprechend besprechen, kann die Ziele festlegen gemeinsam und kann auch sagen, okay, und das ist dann der Prüfungstermin und darauf kann man dann gezielt hinarbeiten. Und dann ist der Erfolg
nicht automatisch gegeben. Davor steht noch ein bisschen Arbeiten, aber dann kommt er. Beachten sollte man als erstes, es gibt keinen Königsweg für beruflichen Erfolg. Es gibt auch keinen Königsweg für Zufriedensein mit seiner Arbeit. Es gibt viele Wege. Der eine Weg führt über das Studium, der andere über die Aufstiegsfortbildung oder Ausbildung und Aufstiegsfortbildung. Bei beiden Wegen ist es Voraussetzung zu gucken, wo will ich hin, wo liegen meine Interessen. Und das alles muss ich mit dem Markt abgleichen. Es macht keinen Sinn, sich eine Aufstiegsfortbildung auszusuchen, wo hinterher kein Markt da ist. Es können nicht alle in die Medien gehen, so viele Plätze haben wir nicht. Also bitte drüber nachdenken, wo liegen meine Interessen, was sagt der Markt. Und wenn das vernünftig zusammenpasst, dann gehöre ich auch zu der Branche oder zu der Berufsgruppe, wo die Arbeitslosenquote unter 2% liegt. Das muss passen. Und wenn das funktioniert, dann finden wir auch den richtigen Aufstiegsfortbildung oder auch in Analogie zum Studium. Es gibt so viele Studienmöglichkeiten, auch da findet man das Richtige. Aber das Entscheidende ist, was kann ich, was will ich und was bietet der Markt? Und das muss man unter einen Hut bekommen und dann funktioniert es.